Ich spiele den Torwächter. Gut, wir wissen, der Torwächter ist gegen Schatten stark, Schatten ist gegen Mentor stark, also muss der Mentor gegen den Torwächter stark sein. Also Metall schlägt Elementar. Geist über Materie. Das ging schnell. Ah, diese Runde habt ihr gewonnen. So, jetzt ist es... 5 Runden sind vorbei. Nun beginnt das Endspiel. Okay, es ist wirklich 4 gegen 1 jetzt. Alle meine Figuren sind geschlagen. Ihr habt das Spiel gewonnen. Oh, da hört er sich aber nicht glücklich drüber an. Gratulation! Ihr habt gesiegt. Ah, wie herrlich es ist, gegen einen würdigen Gegner zu spielen. Dafür sollt ihr reich belohnt werden. Nehmt dies, mein Freund. Servus, Helm. So, das HD-Core haben wir hinter uns. Wir können also die Figuren jetzt als nächstes verkaufen. Cerberus Helm, aber haben wir nicht schon einen von Cerberus Helm? Cerberus Helm. Heilige. Also ja, der ist gut. Sieht zwar auch immer noch ein bisschen komisch aus, aber ist okay. So, jetzt gehen wir in die Arena. Ich glaube, für den zweiten oder dritten Kampf, also ins Kolosseum, gehen wir jetzt. Willkommen im Kolosseum! Also ja, auf die Gobbos werde ich nicht wetten. Eine neue Lieferung ist eingetroffen! Was hast du? Du hast einen Herzsuperbogen, den will ich allerdings nicht. Kaufen wir mal wirklich den günstigsten Titan. Geld habe ich dafür nämlich mehr als genug. Und ich muss wahrscheinlich gegen die Gladiatoren als erstes antreten. Also den Felsenschmied kaufe ich mir mal. Seht her, neue Waren im Angebot. Da sind noch 2 Händler. 3 Händler, okay. Habt ihr euch für einen Ja, der Felsenschmied wird Level 30 sein. Wenn das alles in 5er Schritten ist.
Ich möchte den Felsenschmied auf Ausbildungsgrad 1 für 2000 Gold kaufen. Er wird euch ab der nächsten Runde zur Seite stehen. Gut. Ah, da ist er. Du hast nur ein paar Ringe. Ich glaube, die Obstkörbe brauchen wir erstmal nicht. Und ja, ich könnte einfach im Internet im Wiki gucken, wegen der Liste, was für Preise es gibt. Aber nee, das wäre langweilig. Ich weiß, es sind 10 Runden, das weiß ich noch, wobei ich... Neueröffnung, kommt her und staunt! Und nee, du hast auch nichts Tolles für uns. Vor allem, wenn ich richtig gesehen habe, hat keiner von euch Runden. Nö. Hallo Cerbo schon wieder. Na, habt ihr euch entschieden? Wagt ihr einen Kampf in der Arena? Ich habe einen ernsthaften Auftrag, Gott der Diebe. Heute keine Spiele. Ernsthaft? Oho. Nun gut, mein Freund. Ich will euch ja nicht die Zeit stehlen. Werden auch Wetten angenommen? Aber natürlich. Eine gute Wette ist doch das Salz in der Suppe. Allerdings könnt ihr nicht auf eure eigenen Kämpfe wetten. Aber ihr könntet zum Beispiel beim Goblin-Rennen ein paar Goldstücke dazu verdienen. Schaut euch nach dem Rennmeister um. Bei ihm könnt ihr Wetten auf das Rennen abschließen. Wie lauten die Regeln? Die Regeln sind einfach. Der Kampf findet in Runden statt. Damit eine Runde beginnen kann, müsst ihr mir sagen, dass ihr bereit seid und danach über das Portal hier die Arena betreten. Habt ihr dann die Arena betreten, gibt es kein Zurück mehr. Die Runde beginnt und es wird auf Leben oder Tod gekämpft. Solltet ihr durch das Portal fliehen, bevor alle Gegner bezwungen sind, gilt diese Runde für euch als verloren. Gewonnen habt ihr, wenn alle eure Gegner geschlagen sind. Habt ihr das vollbracht, kommt zu mir und ihr sollt belohnt werden. Habt ihr das vollbracht? Kommt zu. Ja. Der Kampf soll beginnen. Sehr gut. Durchschreitet das Portal. Viel Glück. Gut, jetzt werden sie rot. Stufe 35 Gladiatoren. Gladiator! Lasst den Kampf beginnen! Ja, vorwärts! Schnell! Bringen wir es zu Ende! Die sollten eigentlich schnell fallen, hoffe ich mal. Okay, sie halten was aus. Können aber nichts austeilen. Achtung! Das Gute ist, ich kann sie mir einzeln vornehmen. Auf meinem Befehl. Folgt mir. Schnell. Zum Angriff.
Okay, was ist das nächste? Ist der Baumwächter, was ich kaufen könnte? Ja, vorwärts. So, der Felsenschmied hält ihn von mir weg, dass ich auf ihn schießen kann. So, Kampf im Kolosseum. Eine Kampfrunde hat begonnen. Besiegt Applaus! Der Gewinner dieser Runde ist der Runenkrieger. Jo. Ihr habt diese Runde gewonnen. Sprecht mit Zerbo, um eure Belohnung zu empfangen und eine neue zu beginnen. So, dich parke ich mal wieder hier beim Eingang. Was kommt diesmal? Minotauren und Tiermenschen, aber ein paar mehr diesmal. Wie steht's? Wollt ihr ein wenig Spaß haben? Aber zuerst gibt es eure Belohnung, wie versprochen. Hier ist sie. Eine Priesterrune? 33, okay, einen Spalter erhalten. Eine Weltenspange erhalten. Oh, 2500 Goldmünzen erhalten. Ja. Zu denen sage ich nicht nein. Da kann ich mir nämlich wirklich noch einen Baum kaufen. Habt ihr euch für einen Ach, der Feuerteufel ist das nächste. Ich möchte den Feuerteufel auf Ausbildungsgrad 2 für 2500 Gold kaufen. Er wird euch in der nächsten Runde zur Seite stehen. So, dann sagen wir Zerbo mal, dass wir bereit sind. Wobei, ich glaube, bevor wir Zerbo sagen, dass wir bereit sind, wird es erstmal Zeit für einen Cut. Ja, böser Cliffhanger, ich weiß. Hier sind übrigens Kühe. Ja, der Rest der Stadt ist recht leer. Gut, jetzt stehen wir wieder bei Zerbo. Können erstmal speichern. Und einen Cut machen. Also, bis gleich.